Oft sagen wir als Ausrede, Gott hat diese Krankheit zugelassen, damit ich vielleicht etwas lerne. Und gleichzeitig beten wir, bitte Jesus, heile mich. Beides ist völliger Bullshit. Gott lässt nur das zu, was wir zulassen. Er hat uns befohlen, Kranke zu heilen. Er wird diese Befehle niemals zurücknehmen. Deswegen funktionieren diese Gebete auch nicht. Jesus, bitte mach du, heile du, tu mal was. Jesus sagte, mir ist gegeben alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Im gleichen Satz sagte er, geh nun hin in alle Welt und verkündigt die gute Nachricht der ganzen Schöpfung. Wir sind dazu berufen, in die Schöpfung reinzusprechen, und zwar das Wort Gottes, die gute Nachricht. Zum Beispiel, mein Hund, durch sein Striemen bist du geheilt. Ihr Bäume tragt mir Früchte, denn ihr seid mit Leben Gottes erfüllt. Krebs muss verschwinden in Jesu Namen. Wir müssen zu den Bergen sprechen, das wird Jesus für uns nicht übernehmen. Er hat schon genug getan. Jesus hat alle Voraussetzungen geschaffen, dass jeder Mensch geheilt sein könnte. Er hat bei der Auspeitschung alle Krankheiten und Schmerzen getragen, dass wir sie nicht mehr tragen müssen. Er hat am Kreuz für jede Segnung, die man sich nur vorstellen kann, hat er bezahlt. Aber wir müssen schon selbst darauf zurückgreifen und in diese Wahrheit agieren. Jesus hat es uns 3 Jahre lang vorgemacht, jetzt sind wir dran. Wir sind dazu berufen, zu den Dingen zu sprechen, die im Wege sind. Wir sind sein Mund, jetzt sind wir sein Leib. Denn der physische Mund von Jesus ist nicht mehr hier. Seine physische Hand ist nicht mehr hier, deswegen sind wir seine Hand. Wenn wir auf Kranke nicht Hände auflegen, wenn wir den Geist Gottes nicht durch uns fließen lassen, passiert überhaupt nichts. Wenn wir das Wort nicht in unsere Umstände reinsprechen, nützt die Vollmacht, die Jesus mit so einem hohen Preis für uns erworben hat, überhaupt nichts. Jesus hatte die Aufgabe, die Voraussetzung so zu schaffen, dass wir über unsere Schöpfung wieder regieren können. Aber regieren müssen wir schon selbst. Die ganze Schöpfung seufzt und sehnt sich danach, dass die Söhne Gottes sich manifestieren, dass wir endlich aufstehen und wir Söhne Gottes uns zeigen und in der Vollmacht agieren.